Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, ich habe den gleichen Pullover an, aber ich habe jetzt heute ganz, ganz viele Videos aufgenommen. Heute geht es auch wieder ums Thema Herbst, Weihnachten, Weihnachtssterne basteln. Und das geht super, super einfach. Ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele. Einmal so eine kleine und eine größere. Und wenn ihr die in Rot zum Beispiel macht, sehen die aus wie Weihnachtssterne. Mit einer kleinen Christbaumkugel in der Mitte sind die wunderschön. Und die sind so einfach zu machen. Und ja, wie es genau geht, das zeige ich euch natürlich jetzt. Für die Blume braucht ihr gerade mal drei Sachen. Ihr braucht diese Notizzettel, die gibt es ja in verschiedenen Farben. Beziehungsweise ihr könnt auch die A4 nehmen, das müsst ihr euch dann nur als Rechteck zurechtschneiden. Eine Schere und ein Klebestift. Und das war's auch schon. Wir nehmen uns jetzt einfach einen Zettel und legen uns das so hin, dass wir jetzt so eine Raute haben und gehen von der unteren Ecke nach oben. Also wir knicken das einmal hoch. So, und hier unten haben wir jetzt unsere Linie, die müssen wir einmal schön mit dem Fingernagel nachziehen. Jetzt nehmen wir uns die linke Ecke und klappen die nach oben in die Mitte. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. So, jetzt habt ihr diese kleine Raute hier und dreht euch das einmal um, sodass ihr die gefaltete Seite hinten habt. Und nehmt euch jetzt eine von den gefalteten Seiten, geht mit oben mit dem Finger rein, sodass sich so eine Tülle hier bildet. Und dann drückt ihr die jetzt mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger hier hinten nach vorne an, genau an diese Kante hier ran. Hier ist ja diese Knickfalte und hier hinten auch. Die müssen genau aufeinander verlaufen. Und das zieht ihr dann richtig schön fest, also einmal so richtig schön glatt streichen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wir drücken das jetzt hier ein bisschen auseinander mit Hilfe unserer Finger und falten das jetzt einmal wieder zurück, sodass die Linie komplett durchläuft, ohne dass sie jetzt irgendwie verrutscht. Und drücken auch das wieder ordentlich fest, beziehungsweise falten das einmal mit dem Fingernagel. Und jetzt haben wir hier ein, ich weiß nicht was. Und als nächstes arbeiten wir jetzt mit den Dreiecken hier oben. Die falten wir jetzt zurück, sodass die parallel mit dem hinteren verlaufen. Und das machen wir beim zweiten auch. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt legen wir einfach unser Dreieck einmal zusammen, genau an dieser Falte, die wir vorhin gefaltet haben, einmal zurück. Einmal schön falzen und auf der anderen Seite das gleiche. So, jetzt brauchen wir unseren Klebestift. Jetzt kleben wir einmal hier auf der einen Seite schön mit dem Klebestift und falten das jetzt einfach nur zusammen und drücken es zusammen. Und fertig ist unsere erste Blüte. So, jetzt müssen wir es nur alles ein bisschen richten, unser Blüteninneres ein bisschen auseinanderziehen oder auseinanderdrücken. Und haben jetzt unser erstes Blütenblatt fertig. So, und wenn ihr davon jetzt 4 oder 5 Blütenblätter macht, kriegt ihr so eine wunderschöne Blume raus. Eine habe ich hier zum Beispiel mit einem Knopf gemacht, einfach Draht durchgezogen und jetzt an meinen Ästen befestigt. Das sieht super toll aus. Wenn man die in Rot zum Beispiel macht, mit einer kleinen Christbaumkugel in der Mitte, kann man die auch super als Weihnachtsstern nehmen und zur Deko für Weihnachten. Ich finde sie total schnell gemacht, super schön. Und ja, ich finde sie einfach klasse. Ich hoffe, euch gefallen sie auch und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Süßen!